Es war ein ungeheures Fanal. Am 27. Februar 1933 ging der Berliner Reichstag in Flammen auf. Den Brand gelegt haben soll der niederländische Kommunist Marinus van der Lubbe. Er hatte ausgesagt, das Feuer am Reichstag mit Kohleanzündern allein gelegt zu haben. Im Dezember 1933 wurde er vom Leipziger Reichsgericht wegen Hochverrats und Brandstiftung zum Tode verurteilt und 1934 hingerichtet. Die Nazis nutzten den Vorfall, um Notverordnungen gegen den, so wörtlich, kommunistischen Aufstand zu erlassen und die politischen Grundrechte außer Kraft zu setzen. Mit der Verabschiedung des sogenannten Ermächtigungsgesetzes verwandelte sich Deutschland dann vollends in eine Diktatur. Hartnäckig hält sich deshalb die These, dass die Nazis den Brand selbst gelegt haben könnten. Zuletzt war die eidesstattliche Versicherung eines damaligen SA-Mannes aufgetaucht, das auf eine Beteiligung der Nationalsozialisten hindeutet und Marinus van der Lubbe entlastet. Die Glaubwürdigkeit des Zeugen gilt unter Historikern jedoch als umstritten.